Roboter wie dieser der Dresdner Firma Ortner sollen in Zukunft für einen höheren Automatisierungsgrad in Chipfabriken sorgen. Der Scout transportiert Materialien in Reinräumen. Fahrgestell und Aufbau entsprechen dabei höchsten Reinraumanforderungen. Menschen weicht der Roboter einfach aus. Auf der Semicon in Dresden ist derzeit zu bestaunen, was in Zukunft alles technisch möglich ist. Die Entscheidung von Infineon, 160 Menschen durch Roboter zu ersetzen, sieht man hier als Notwendigkeit an. Ich glaube, und nicht nur, weil ich Automatisierungstechnik vertrete, dass Automatisierung wichtig ist zur Standortsicherung. Natürlich kostet es Arbeitsplätze, aber es würde noch mehr Arbeitsplätze kosten, wenn diese Roboter in den Reinräumen nicht fahren würden. Dann würden die komplette Standorte nach Asien abwandern. Insofern halte ich das für eine richtige Entscheidung, den Automatisierungsweg bei Infineon weiter zu bestreiten. Sachsens Ministerpräsident hat sich am Mittwoch über den Stand in der Branche informiert. Silicon Saxony ist Europas größter Mikroelektronik-Cluster und immerhin der fünftgrößte weltweit. Tillich glaubt, dass Fachkräfte weiter dringend benötigt werden. Also ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit sowieso eine Erscheinung haben werden, wo also Fachkräfte gefragt werden und wo die Automatisation dazu dient, die wenigen Fachkräfte sinnvoll einzusetzen. Ich bin aber sicher, dass die Infineon-Mitarbeiter auch, wenn sie nicht schon in Pension gehen, dann auch eine Verwendungsmöglichkeit in anderen Bereichen finden, weil die Mikrochip-Industrie in Sachsen wächst. Es sind über 50.000 Beschäftigte. Die Biotechnologie wächst und nimmt gerne auch diese Experten. Also da bin ich sehr optimistisch, dass die Mitarbeiter auch schnell wieder eine Möglichkeit im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen finden. Als ein Jahr ohne besondere Höhen und Tiefen beschreibt Heinz-Martin Esser, gleichzeitig Firmenchef von Ortner und Präsident von Silicon Saxony, die Stimmung in der Branche. Sachsen sei aber weiter sehr attraktiv für Neuansiedlungen. Die Attraktivität begründet sich darin, dass also Technologie hier in Sachsen großgeschrieben wird und in dieser Community die Firmen miteinander arbeiten können, miteinander kommunizieren können. Sie haben eine unmittelbare Nähe zu den Forschungsinstituten, zu den Universitäten. Sie haben auf der anderen Seite, ich sag mal, die großen Kunden oder größere Kunden hier mehr oder weniger am Standort. Die Fraunhofer Gesellschaft ist gleich mit mehreren Instituten auf der Semicon vertreten. Dresdner Forscher arbeiten an der Integration von kleinsten Systemen. In Zusammenarbeit mit der Industrie wird das in Produkte umgesetzt. Auch hier glaubt man an den Standort Sachsen. Man ist den internationalen Leistungsdruck ausgesetzt. Und es ist aber so, dass viele innovative Gedanken eigentlich aus dem zentralen Kern von Europa immer noch kommen. Und man hat, auch in Asien ist natürlich das Volumenproduktion und vieles geht nicht verloren, aber es wird eben dann dort gemacht. Das ist so ein bisschen so die Schwäche in Europa, die wir zurzeit haben, leider. Die Chipindustrie wird wohl Wachstumsbranche bleiben. Sachsen ist gut gerüstet, um weiter vorn dabei zu sein.